Ich muss heute was vorausschicken. Ich habe eine Wette verloren. Oh. Ja, oh, oh, oh. Und zwar ging es um das Wort dialektisch. Ich habe behauptet, dialektisch bezieht sich nur auf die Dialektik, nicht auf den Dialekt. Also ich habe gesagt, man kann nicht sagen, dass wenn man einen hessischen Text vor sich hat, dass der dialektisch sei oder so. Ja? Irrtum. Ich habe verloren. Man kann dazu auch dialektisch sagen. Was war mein Wetteinsatz? Mein Wetteinsatz war, dass ich mal eine Vorlesung auf Hessisch halte. Herr Strübig, der wusste auch schon Bescheid und hat sich hier gerade eine Heinz-Schenk-Brille aufgesetzt. Okay. Also gut, ich versuche nicht so arg hessisch zu babbeln, dass diejenigen unter Ihnen, die nicht aus Hesse kommen, dass die das arg verstehe, gell? Also wenn sie aus Schwabe kommen oder aus Bade oder aus der Kurpfalz, dass sie mich arg noch verstehe. Sollte ich irgendwas mal gesagt haben, was sie nicht verstehe, dann melde sie sich kurz, dann wiederhole ich das nochmal ganz langsam und versuche möglichst Hochdeutsch zu sprechen, okay? Alles klar. Oh, weil ich merke schon, das wird furchtbar heute. Erstmal Käffchen trinke. Sie müssen aber trotzdem möglichst ruhig bleiben, damit man mich auf dem Video noch versteht, gell? Alles klar. Herr Strübig, machen wir Untertitel in das Video rein. Nett? Bitte? So anstrengend. Aber vielleicht bei den extrem hessischen Phase, also bei der wirklich extrem hessischen Phase, da würde ich sagen, da machen wir auch Untertitel rein. Bitte? Ah ja, okay, richtig. Also gut, Sie müssen halt gucken, wenn Sie was nicht verstehen, dann sagen Sie Bescheid, schreiben Sie mal vielleicht die Minute auf, wann irgendwas nicht verständlich war. Gell? Und dann sprechen wir das noch ab. Dann babbeln wir mal drüber. Alles. Beim Appleboy? Beim Appleboy und beim Handkäse mit Musik. Bitte? Können Sie machen? Sie können Handkäse machen? Echt? Bitte? Kochkäse? Oh nee. Ja, Kochkäse ist was ganz Feines, ne? Ich habe neulich erfahren, wie viel Kalorien der Scheiß hat. Bitte? Ja, wir können uns das ja leisten, oder, Herr Strübig? Bitte? Ja, ja, also, klar. Hey, wir beide können es uns auch leisten, finde ich, gell? Sind ja schön schlank. Ja. Okay. So. Also, jetzt lege ich mal los, ja? Wo waren wir die letzte Woche stehen geblieben? Wir haben uns mit Kongruenze beschäftigt, gell? Kongruenze modulo m. Okay. Jetzt machen wir nochmal ein Beispiel. Machen wir mal das Beispiel modulo 5.
Also wir rechnen jetzt Kongruenz modulo 5 aus, ja? So. Und jetzt gucken wir uns mal an, welche Restklasse, oder das soll ich schon nicht sagen, welche Reste übrig bleiben, okay? Welche Reste bleiben übrig, wenn man hier Kongruenz modulo m rechnet? So. Also, gucken wir mal. Wir haben hier die 0, okay? So. Welche andere Zahlen sind denn jetzt kongruent zur 0 modulo 5? Machen Sie mal ein paar Beispiele. Ja? 5, 10, 15, 25. Okay, richtig. 15, 15, 25. Geht es noch in die andere Richtung? Minus 5, minus 10 und so weiter. Ne? Okay. So, jetzt nehmen wir mal die 1. Welche andere Reste gibt es noch? Modulo 5, die denselben Rest lassen, welche anderen Zahlen? Ja? Ist dann die 4 kongruent modulo 1? Kongruent 1 modulo 5? Ne, die 4 ist es nicht? 6. 6, genau, okay. Machen Sie mal weiter. 11. 16. 21. Richtig. Ja, jetzt sind wir richtig. Ja, Sie müssen immer den Abstand 5 nehmen. Ne? 1 plus 5 ist 6, plus 5 ist 11. Und jetzt 1 minus 5 ist minus 4, minus 9. Ne? So, okay. So, okay, jetzt schreiben wir mal alle Reste auf. 4, 0, 1, 2, 3, 4. Das sind ja alle möglichen Reste, die es gibt, wenn man durch 5 teilt. Ne? 0, 1, 2, 3, 4. Und jetzt kann ich hier einfach weiterschreiben. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und so weiter. So, genauso kann ich jetzt hier rückwärts rechnen. Also 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 und so weiter. Minus 8, minus 9, minus 10. So. Was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier Spalte. Ja, du wirst ja blöd im Kopf, wenn die ganze Tasse schwätzt. Also, Spalte, ja, mit Zahlen, die alle dieselbe Rest ergeben. So. Innerhalb einer solchen Spalte haben alle Zahlen denselben Rest modulo m. Ja, also hier haben alle Zahlen denselben Rest modulo 5. Die Zahlen hier haben alle den Rest 0, die haben alle den Rest 1, die haben alle den Rest 2, 3 und 4. K-Zahlen zwischen zwei Spalten haben denselben Rest. Ja? Also Zahlen hier, eine Zahl hier und eine Zahl da hat nicht denselben Rest. Sondern nur die Zahlen innerhalb von so einer Spalte. Und eine solche Spalte nennt man Restklasse. Ja? Das ist eine Klasse und innerhalb einer Klasse gibt's, ja, haben alle Zahlen denselben Rest, deswegen Restklasse. Sie wissen ja, die Kongruenzrelation ist eine Äquivalenzrelation. Okay? Und eine Äquivalenzrelation, die teilt alle Elemente der Menge in disjunkte Teilmenge, sogenannte Äquivalenzklasse. Nehmen wir nochmal das alte Beispiel. Äquivalenzrelation sitzt in derselben Reihe wie. Okay? Und die Menge, die wir betrachten, sind jetzt mal all sie hier. So. Das war eine Äquivalenzrelation, sitzt in derselben Reihe wie. Jeder von Ihnen sitzt in derselben Reihe wie er selbst. Reflexiv, symmetrisch. Wenn einer in derselben Reihe sitzt wie der andere, dann auch umgedreht. Und transitiv. Ja? Wenn A in derselben Reihe sitzt wie B und wenn B in derselben Reihe sitzt wie C, sitzt auch A in derselben wie C. Was passiert, wenn wir diese Äquivalenzrelation, ich sage jetzt mal Anwender, auf Sie alle hier, dann wird die Menge von, werden Sie als Menge geteilt in disjunkte Teilmengen, nämlich gerade jede Reihe für sich. Ja, wenn Sie eine Reihe nehmen, dann sind all die Personen, die in einer Reihe sitzen, sind in Relation zueinander. Zwischen zwei Reihen gibt es K-Relationen.
Okay? Sitzt in derselben Reihe wie bedeutet alle Personen in einer Reihe, die sind in Relation zueinander. Zwischen Reihe gibt es keine Relationen. Das heißt, eine Äquivalenzrelation teilt eine Menge in disjunkte Teilmengen auf, die Äquivalenzklasse. Genauso ist es hier, wenn Sie so wollen. Also eine solche Spalte hier ist eine Reihe. Alle Elemente in einer solchen Spalte stehen in Relation zueinander und zwischen zwei Spalten gibt es keine Relation. So. Okay. Wie bezeichnet man jetzt so eine Restklasse hier? Das macht man so, man nimmt irgendein Element aus der Klasse raus und macht einen Strich drüber. Ja? So. Das hier bezeichnet die komplette Restklasse. Das ist eine Menge. Ja? 0 mit dem Strich drüber ist eine Menge. Das heißt, wenn Sie so wollen, können wir mal rechts damit dran schreiben hier. Warten Sie mal. Die Restklasse von der 0 wäre modulo 5 eine Menge mit all den Elementen, die in denselbe Restklasse wie die 0. Also Punkt, 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 minus 15, minus 10, minus 5, 0, 5, 10, 15 und so weiter. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass das jetzt eine Menge ist, gell? Weil da steht eine Zahl, aber mit dem Strich drüber bedeutet das, das ist jetzt eine Menge, und zwar die Menge all derjenigen Elemente, die denselbe Restklasse modulo m. Also modulo der Zahl, die wir hier betrachten, hier in dem Fall ist es 5. Jetzt können Sie aber auch Folgendes sagen, das ist dasselbe wie die Restklasse der 5. Ja. Das sind all diejenigen Elemente, die denselbe Restklasse wie die 5, modulo 5. Und insofern können Sie jetzt jedes beliebige Element aus dieser Menge herausnehmen und einen Strich drüber machen und sagen, das ist meine Restklasse. Okay? So. Okay. So, jetzt sehen Sie hier, letztlich gibt es jetzt 5 verschiedene Restklasse, nämlich die der 0, die der 1, wenn wir mal die einfachsten Elemente nehmen, hier 3, 4 und so. 0, 1, 2, 3, 4. Das sind die Restklasse. Und wenn Sie jetzt alle Restklasse nehmen, die es gibt, und vereinige, dann kommt wieder die gesamte Menge raus. Ne?